Jo Leute, leider kann ich bei den Freedom BMX Awards nicht da sein, aber ich habe heute eine richtig geile Nachricht bekommen. Ich bin wieder BMX Flatland Fahrer des Jahres 2024. Ich bin gerade auf Bali, man kann es vielleicht sehen. Ich will mich bedanken an die ganze Szene, an alle, die für mich gewotet haben und vor allem ein riesen Dankeschön an Markus Wilke, dass er nach all den Jahren immer noch so viel Zeit in BMX steckt und immer noch die Freedom BMX Awards macht. Dankeschön. Kuss auf die Nuss.